Gut, Leute, ich bin hier heute am Kolbensattel. Es regnet leider ein bisschen. Ich guck mal, wie weit ich gehe, bevor ich komplett durchnässt bin. Aber wir schauen uns das Gebiet mal an. Und ich sag mal ein paar nette Worte dazu. Also hier vorne, direkt an der Durchgangsstraße, ist auch schon der Parkplatz. Der kostet allerdings 15 Euro, so dass ich jetzt im Ort geparkt habe. 15 Euro finde ich echt übertrieben, auch für Corona-Zeiten. Also das muss nicht sein. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass die Piste dafür wenigstens gemacht ist. Dann werden die 15 Euro auch gerechtfertigt. Ja, wie man sicher merkt, war die Stimmung zu Anfang extrem gedrückt. Es hat stark geregnet, die Straße im Rücken mit dem Lärm und dazu dann noch die 15 Euro Parkgebühr, also ein langer Marsch zum Skigebiet, um diese Parkgebühr zu umgehen. Fand ich zu Anfang nicht allzu cool. Ob sich die Lage noch ändert? Ihr werdet sehen. Bleibt dran. Und man muss auch sagen, dass Oberammergau auch was hat vom Feeling her. Denn mit diesen ganzen flachen Bergen wirkt es fast eher so ein bisschen wie Mittelgebirge. Also nach Alpen sieht es nicht mehr aus, nach richtigen Bergen. Aber es ist schon ganz putzig und niedlich und eine nette Abwechslung. Ja, ich bin jetzt den ersten Lift hier hoch. Das ist nicht viel, vielleicht, keine Ahnung, geschätzte 70, 80 Höhenmeter, vielleicht 100. Und dann geht's jetzt weiter Richtung Kolbensattel. Auf geht's. So Leute, ich habe mich jetzt noch entschieden, doch noch bis hoch auf den Zahn zu gehen. Das sollen jetzt noch mal eine Stunde Gehzeit sein. Mal schauen. Das Wetter hat sich jetzt doch noch relativ gut gehalten. Der Zahn ist noch mal so eine Ergänzung zum Skigebiet, aber nur in Form des Tourengehens möglich. Da unten seht ihr den Lift, der endet dort und da unten ist unter Oberammergau. Und da drüben dann auch der Laber. Jawohl. Und zum Zahn geht's jetzt da hinauf. Okay Leute, von da unten komme ich gerade. Das ist ein wunderbarer Weg, um Spitzkern zu üben, habe ich gerade feststellen können. Da ich noch nie wirklich richtig Spitzkern gehen musste. Hier muss man's, ist relativ steil und um nicht so auf die Piste, auf die Brücke zu gehen, weil das recht unübersichtlich hier ist, muss man dann rechts durch den Wald leicht Spitzkern gehen. Das ist eine super Übung, weil es einfach schön verharscht im Eis, im Wald ist. Schön vereist leicht. Also das ist nicht so leicht gewesen, da hoch zu gehen. Aber man kann jederzeit sicher abfahren. Man hat direkt die Piste neben sich. Von dem her sehr, sehr cool. Also zum Üben. Und weiter geht's jetzt dort entlang. Hoch zum Zahn. Gut, ich bin jetzt oberhalb der Schneefallgrenze angekommen. Hinter mir das Stück, das war ganz schön schmal, also zum Abfahren für Laien auf jeden Fall nichts. Das ist mega bucklig und super schmal, also es ist schmaler als eine Liftspur. Da sollte man schon sicher auf den Skiern stehen können. Und jetzt das, was vor mir liegt, das zahlt sich jetzt richtig aus. Wenn ihr mal guckt, wie überall der Schnee auf den Bäumen liegt, ist es nicht herrlich? Da zeigt uns wieder einmal die Natur, dass es sich lohnt, auch bei schlechtem Wetter vor die Tür zu gehen. Denn das ist jetzt gerade richtig schön und belohnend. Gut, hinter mir seht ihr das Tal, das ganze Flachland. Von hier aus hat man auch einen wunderbaren Fernblick. Muss man mögen. Ich finde, als Abwechslung, um es mal zu haben, ist der Blick ins Flache auch mal ganz cool. Immer würde ich das jetzt nicht haben wollen. Macht's gut, wir sehen uns weiter oben. Ray! Geschafft! Ich bin jetzt oben auf dem Zahn und von hier aus ein grandioser Blick nach Oberammergau. Die Ammergauer Alpen.
wir gleich wieder runter. Ich glaube, der kleine Böse, was der Körper auch sagt. Es sieht richtig geil aus. Die Sonne ist noch rausgekommen. Was habe ich heute für ein verdammtes Glück? Hier hoch ist nichts für Anfänger, da sollte man schon fortgeschritten sein. Das würde ich nicht als erste Skitour machen, dafür ist es einfach viel zu bucklig und zu steil. Aber es macht schon mega viel Laune hier runter zu fahren. Alles schön verbuckelt. Geiler kann es eigentlich, witziger kann es eigentlich nicht sein. So Leute, ich freue mich jetzt, das Outro noch in der Sonne machen zu dürfen. Es war einfach ein mega geiler Tag zu Anfang mit den Regenschauern. War es ein bisschen runterziehend, aber dann, als die Sonne rauskam, verdammt geil. Dann zum Schluss auch noch die Tour auf den Zahn hoch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so anbieten wird. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, Oberammergau ist ein super Skigebiet für Anfänger. Blaue Pisten sind super flach. Außerdem sind die Pisten hier noch verhältnismäßig glatt, wenn ich das mit Garmisch vergleiche. Hier kann man noch super carven, weil einfach der Regen den Schnee auch ein bisschen verfestigt hat und leicht eisig gemacht hatte. Unten perfekt zum Carven. Oben ist es ein bisschen bucklig, aber für Fortgeschrittene bietet sich dann eine Tour auf den Zahn wirklich an, weil es macht einfach mega Laune, da oben hochzugehen. Und es ist auch so schön von der Landschaft. Dort ist man überhalb der Schneefallgrenze, von dem her richtig geil, Oberammergau, Kolbensattel. Macht's gut, danke fürs Zuschauen.